Moin aus Walsbüll. Dieser Tage mache ich kaum noch Nachrichten sehen oder lesen. Kriege, Amokläufe, Geiselnahmen, Ertrinkende, Antisemitismus. Ich möchte mich am liebsten einigeln. Vielleicht mit Chips und Schokolade einen kitschigen Film nach dem anderen gucken und an nichts anderes denken. Aber davon wird's auch nicht besser, oder? Der Predigttext für heute stammt von Paulus. Damals in den ersten Anfängen der Christenheit, also vor 2000 Jahren, hat man gedacht, dass Jesus Christus bald wiederkommt und mit ihm das Reich Gottes anbricht. Und das wäre dann das Ende der Welt, so wie wir sie kennen. Vielleicht nicht morgen, aber dennoch auf jeden Fall zur eigenen Lebenszeit, dachte man damals. Die Zeiten waren schwer, die Römer haben die Christen verfolgt und auch Paulus wurde ja später in Rom umgebracht. Aber wenn man dann dachte, na gut, hier und jetzt ist es schlimm, aber wenn der Herr dann kommt, dann ist alles gut. Darauf können wir hoffen. Das glauben wir. Das Reich Gottes kommt und wir sind dann Teil davon. So dachte man. Heute denken wir ein bisschen anders. Diese Naherwartung ist nicht mehr. Aber wir wissen, dass wir das Reich Gottes immer mal im Kleinen tatsächlich erleben können. In all den kleinen Wundern, die einem so direkt ins Herz hineingehen. Und das große Reich Gottes? Gottes Zeit ist nicht unsere Zeit. Und damit kann kein Mensch sagen, wann Gott es für nötig erachten wird, diesen Schritt zu gehen. Wir können unser Leben nur leben, so gut es eben geht. Eine Hilfe dafür ist das Kirchenjahr, in dem so nach und nach alle menschlichen Gefühle und Bedürfnisse abgebildet werden. Jetzt im November geht es um das Düstere und Schwere, das ja auch Teil unseres Lebens ist. Damit sind dann alle Sorgen und Nöte wieder aufgenommen. Alle. All das liegt nicht in unseren Händen, sondern es liegt in Gottes Hand. Auch unser Leben ist in Gottes Hand. Und was machen wir nun? Ja, es ist wichtig anzusehen, was schwer ist und nach den eigenen Möglichkeiten zu handeln. Den Mund aufmachen zum Widerspruch gegen Unfug und zum Beten. Aber dann auch mal wieder Sissi gucken oder Fußball oder was immer. Mit Freunden einen Wein trinken. Das Schöne genießen. Und sich ablenken. Auch das gehört in unser Leben und kann einen Hauch vom Reich Gottes enthalten. Oder? In diesem Sinne, Gottes Segen. Amen.